abhängen. Na gut, dann halt nicht. Welcome back. Ja, ist ganz schön kalt geworden. Du kriegst doch nicht einfach eine Erkältung, oder? Hier ist es nicht wie in der Großstadt. Du solltest dich noch wärmer anziehen. Laut Wetterbericht soll es morgen schneien. Wenn es schneit, erkältet sich das Gemüse noch. Schon gut. Darum musst du dir keine Sorgen machen. Flipsi wird sich um alles kümmern, damit das Gemüse nicht krank wird, stimmt's? Wenn es kalt wird. Wenn es so kalt wird, dass es Schnee gibt, kannst du kein Gemüse mehr im Garten ziehen. Ja, gut. Muss auch sagen, ich habe irgendwie gefühlt jetzt 4 Wochen das Gemüse einfach nur vor sich hingammeln lassen. Sieht erntereif aus. Was willst du tun? Ja, ernten. Gehst du das Gemüse ernten? Ist doch in Ordnung. Papa sagt, er hat immer noch Schmerzen. Wir sind nur zu zweit. Ja, ich habe auch Schmerzen. Gib mir mal. Also. Ist einfach nur zu faul. Komm, schnell, bevor es zu spät ist. Verwelkt. Naja, gut. Du hast das verwelkte Gemüse entsorgt. Naja, was soll ich machen, wenn das Spiel einfach 4 Wochen überspringt? Das nächste Mal kümmere ich mich besser um euch. Naja, was weg ist, ist weg. Was will man machen? Welchen Setzling willst du pflanzen? Na komm, Aubergine ist egal. Lass mal auch verwelken. Juppie! Wachs, ich will leckeres Gemüse. Aubergine. Ich freue mich drauf, ich auch. Das ist das Highlight im Leben einer Dojima. Direkt nach Juness. Every day is great at your Juness. So, kann ich rausgehen? Nö. Nee, Midnight Channel. Okay, geht's jetzt gleich weiter mit dem DLC oder was? Heute regnet es, du solltest dir den Midnight Channel ansehen. Im Zimmer Fernsehen. Na dann. Draußen regnet es. Wird im Fernsehen etwas erscheinen? Also wenn was erscheint, habe ich eine Ahnung, was erscheinen könnte, potenziell. Und? Der Bildschirm ist schwarz, er macht den Fernseher an. Also. Nee, Midnight Channel existiert nicht mehr. Yes. Da war nichts. Ja, vielleicht war der einfach nur zu doof, den Fernseher anzuschalten, ne? It's definitely raining outside, though. Does this mean the Midnight Channel's off the air? Ja, mal gucken, vielleicht gibt es bald einen zweiten Midnight Channel oder so. Oder irgend so einen Tochtersender oder so. I'm being serious here. Now that we beat that Amino Sagiri, the case is completely over, right? Ja, weiß ich doch nicht, bestimmt. Also zumindest fürs Hauptspiel, ne? Ich muss mich bei dir bedanken. Und tschüss, das war's. Freundschaft beendet. Ja, ich war schneller. Yeah. All these things are coming back to me, like when I put you on the spot and asked you to be our leader. Ja, ich habe halt so Leader-Vibes, das soll ich sagen. Ne? What am I getting all worked up for? The others must all be super happy right now too. Ja, mein Charme kann keiner widerstehen hier, ne? She is practically crying her eyes out. Ja, ich glaube, sie heult auch wegen einem anderen Grund, weil ich sie einfach mit 3 anderen Leuten betrüge, ne? Das ist auch ein Grund, sich die Augen auszuheulen, also. All right. Seriously, though. Thanks. Ja, ich hab's verstanden. Danke, dein Dank ist mir. Hab ich angenommen, ja. Der Fall ist gelöst und der Midnight Channel sendet nicht mehr. Zumindest vorerst. Der Midnight Channel sendet wohl nie wieder. Du gehst heute früh schlafen. Okay. Die Tage verlaufen friedlich, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Oh, schon wieder ein Sprung. Meine Güte, wir springen aber ganz schön in der Zeit rum jetzt hier. Ich denke mal, jetzt wird langsam das DLC vorbereitet. Du hast eine Textnachricht erhalten. Es ist Josuke. Gehen wir heute alle zusammen zum Schrein. Treffen wir uns am Schrein im Shoppingviertel. Es gibt kostenlosen Amalsake. Oder Amazake. Na, Amalsake wahrscheinlich. Ich gebe den anderen Bescheid. Wir sehen uns dort. Was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Du gehst mit der anderen zum Schrein. Draußen ist es ziemlich kalt. Dir fällt ein, dass deine Winterkleidung in der Schublade liegt. Erhalten mit Winterkleidung. Was habe ich denn jetzt alles hier? Mit Winterkleidung? Weihnachtskostüm. Ui. Schick. Also muss man sagen, steht ihm. Sehr, sehr stylisch. Dazu Hime-Schrein. Keiner kommt. Sorry. Puh, sorry. Wait, huh? Is it just you here, Senpai? Ich habe übrigens gerade nichts gedrückt. Also. Ja, scheinbar, mich lassen alle stehen. Vor allem, ich meine, mein Gott, du bist so spät, du bist ja wirklich 5 Meter entfernt, meine Güte. Also. Seriously? This is the time we all decided on, isn't it? Tja, die anderen können sich einfach nicht an Zeiten halten, ne? I was watching TV at home, but it seems like I fell asleep. When I woke up, that New Year's show Toshikoshi Kurotoshi had already started, so I rushed out here. Toshikoshi Kurotoshi. Oh, ist auch ein Zungenbrecher, ne?
Sorry we're late. Ja, ganz schlimm. Ui, alle neues Outfit hier. Hellos. I'm sorry, Sensei. It's all Yosuke's fault. Immer. Ich habe mir die Füße abgefroren. Ich stand hier für 2 Minuten. Das konnte mir nicht antun. Nein, macht nichts. Komm, ich jammer jetzt hier nicht rum, ne? Aw, you're such a good bear. Danke. Me? It was 100% your fault. But I am sorry about making you wait. Ja, ist jetzt passiert, ne? Jetzt musst du für ewig leiden. We had an emergency at work. Everyone had to refill all of the lucky draw bags. We just finished a second ago. Aber warum wundert das mich nicht, dass es bei Juness wieder irgendwelche Probleme gibt? Because a certain someone just crammed a bunch of stuff into the bags without checking any of the prices. Er hat's ja nun nett gemeint. Er wollte den Leuten halt eine Freude machen und nicht nur den ganzen Billigkram da reinstopfen, ne? Talking about you, you little. Moving on. Hey Sensei, where's Nana-chan and her dad? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist Nana-chan wieder weggelaufen und ihr Vater sitzt zu Hause oder so auf Arbeit. Doofus, you can't come out on a cold night like this. Dojima-san and Nanako-chan just got temporarily released from the hospital for the holidays. They aren't healed yet. Well then, where's everyone else? Why are only the guys here? Tja, wahrscheinlich ziehen die Mädels sich noch um, irgendwie Kimono oder irgendwas. Don't tell me. Ja. Is this going to be some lame guys' night celebration? No lovely girls? Nein. Das war's. No. Das war's, das ist eine Sausage Party, ne? Man, they're late. They should have gotten here a while ago. I wonder if they're all meeting up at Yukiko-senpai's house first. You know, like to put on their kimonos. Naja, sag ich ja. Kimonos? Kommt die obligatorische, oh, wir sind alle rollig, weil wir die weiblichen Figuren in Kimonos sehen, Szene, ne? Die ist auch irgendwie ein Hirn-Persona-Teil, aber kann das sein? Did you hear that, Sensei? Kimonos? Ich hab's gehört, ja, wir kennen das doch schon. Mach dir keine Hoffnung, ne? Also. Right, we don't know anything. Don't get all worked up for kimonos yet, Teddy. Ja, selbst wenn die Kimonos kommen, das ist ja kein Zeichen dafür, dass sie gleich nicht anspringen werden, oder? Also. Kimonos! I might go into Kodiak arrest! this guy. Oh, Teddy, ey, wirklich. Although I must say, seeing Rizette in a kimono would be quite the sight. Hallo, red mal nicht so über meine Freundin, ne? Oh, maybe Naoto's in one too. Okay, now I'm starting to get a little. Ja, was little? Little horny. Ne? Ja. I'm sorry about the wait. Jetzt kommen sie alle hier. Ich habe bestimmt eine Zwischensequenz extra dafür. Ach, ist es kein Kimono. We went to buy some heating packs and ended up running late. Ah, schön, aber weißt du, das war jetzt, es kam überraschend. Ich dachte wirklich, die kommen jetzt alle im Kimono an, ne? Also immerhin hat Persona 4 meine Erwartungen umgewälzt, ne? Muss man mal sagen. We're sorry. Die haben alle echt schicke neue Outfits an, muss ich sagen. Also steht denen allen ziemlich gut. Da hat man sich nochmal so ein bisschen designtechnisch, ja, modetechnisch sehr viel Mühe gegeben, ne? What's with the non-reaction? What? Where are your kimonos? Why would I be in a kimono? We aren't going to be out long enough to bother with putting one on. Außerdem wär's wahrscheinlich arschkalt, oder? Also ich meine. See, that's what I thought. I told you all that from the beginning. Ow, my ears! You got your hopes up on your own. Don't take it out on us. Okay, er hat jetzt so laut geschrien. Das war eigentlich normal. Also normale Lautstärke, oder? A girl has to save her best outfits for the moments that count the most. Ja. Huh? A kimono's one of a girl's best outfits? Wait, you're implying that you're out of our league. Ja, Yosuke, wundert dich das jetzt mal ohne Mist. Jetzt sei mal nicht so überheblich. Mal ohne Scheiß, also. She wasn't implying. Sie weiß es. Sie deutet sich an. Sie sagt es aus. Das ist ein Unterschied, ja. Heart just froze over. Shouldn't we be more mindful of the time? If we don't hurry, we'll have to do the countdown here at the entrance. Ja, deswegen. Oh no, we're going to miss the 2-year shrine visit. Na dann, los geht's. This is my first time being with friends on midnight of New Year's Day. I'd always just spent it with everyone at the inn until last year. Das ist doch wunderbar. Dann ist es auch mal ein neues Erlebnis hier. Für alle. I'm glad we were all able to celebrate today here peacefully.
ja, dass wir alle noch am Leben sind, dass wir nicht vom Nebel verschluckt wurden, das ist doch eine sehr, sehr positive Entwicklung der Ereignisse, würde ich auch sagen. Ne? Könnte wirklich schlimmer laufen. Yeah. All right, everyone, let's get going. Ah, schöne Zwischensequenz. Staying still makes me cold. They're handing out Amazaki over there. Not till New Year's. Hey, how long till next year? Oh, it's almost time. Okay! 5, 4, 3, 2, 1! Frohes neues Jahr! Happy New Year, both of you. Thank you. Ach, schön. Und es fängt an zu schneien. Ist das schön. It's snowing. Wow. I told you it was cold. Do you think the snow will pile up? This is what they call a white New Year's, huh? No one calls it that. It's a new year, but you're still Morangi. What? Morangi. Oh. Hey, what are you nodding for? Morangi! Shut up! Schön, dass wir gerade so im Spiel relativ zeitgleich sind, ja, mit dem echten Leben, ne? Ich meine, das ist ja auch gerade sozusagen das Neujahr. Okay. The runners for the next leg wait for their turn to don the sash and run. This relay point was changed in 2009. Ah, there you are. Ja, ich bin noch da. Was gibt's jetzt hier? All right, are we ready then? Happy New Year. Ach, also, es freut mich ja, dass Dojiman sich jetzt tatsächlich mal anstrengt, ne? Der hat scheinbar auch ein paar Vorsätze fürs neue Jahr. Hoffentlich hält es sie ein. Mehr als einmal, sondern zieht sie auch wirklich mal ein Jahr durch. Das würde auch in einer Konkurrenz gut tun, ne? Happy New Year! Ich hab Hunger! Nein, Gott, frohes neues Jahr. Ich bin kein Arschloch. Happy New Year to you too, Big Bro. Ich bin kein Pleugen, ne? Also Pleugen hat jetzt gesagt, ich hab Hunger. Aber das ist Flipsy. Und Flipsy hat Anstand. We'll probably still be a bit of a pain for you, but may things go well this year. Sind wir noch ein bisschen. Du bist auf mich angewiesen. Also Nanako ist mittlerweile wahrscheinlich erwachsener als du selbst, ne? In any case, you've changed over this past year. Ja, kann vorkommen. A man's face now. I didn't see you while I was hospitalized, and that's what made me notice. You got a man's face, wieso? Es ist genauso aus wie vorher. Da hat sich nichts verändert. Also wirklich, nicht mal eine Falte, gar nichts. I feel relieved, since so much happened. Ich bin noch kein Mann. There's no denying it. You can't fool my keen detective eyes. Okay, wenn du das sagst, ich bin voll zum Mann angereift hier, ne? Also unfassbar. Dad, can we eat yet? Ja, ehrlich mal, ne? All right, let's dig in. Das ist doch das Beste bei diesen ganzen Feiern, ne? Also, wenn man auch schon mit der Familie zusammensitzen muss, Hauptsache es gibt gutes Essen, ne? Das ist man, wichtig. I can't thank those guys working the holiday at Jeunesse enough. I wandered over there and they even had New Year's food. Oh, sag das nicht so laut. New Year's food. Und Jeunesse. Let's eat. Das sieht aber auch lecker aus, muss man sagen, ne? Nanako, what do you want to eat? I'll get it for you. Kobumaki. Ja, was auch immer das ist, weiß ich gar nicht. Die Zeit vergeht. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie wir jetzt zur nächsten Story kommen. Ich denke mal, es hat bestimmt was mit dem Schnee zu tun. Es haben wir ein anderes Wetterphänomen, was irgendwie potenziell die Story voranbringt. Die Dojimas müssen den ersten Besuch beim Schrein im neuen Jahr wegen Nanakos Zustand wohl ausfallen lassen. So ist das. Du hast 3 Textnachrichten. Frohes neues Jahr, ich hoffe, wir bleiben so gut befreundet. Können wir das nochmal machen? Können wir Yukiko nochmal irgendwie das Herz brechen und sagen, nö, wir wollen nichts mit dir tun? Wenn du heute Zeit hast, können wir doch unseren ersten Schreinbesuch im neuen Jahr machen, nur wir zwei. Present, es ist deine Entscheidung, wollen wir Yukiko das zweite Mal das Herz brechen? Wollen wir mit ihr zum Schreien gehen oder wollen wir wieder ablehnen? Wir sind echt solche Arschlöcher, das ist unfassbar. Also, es gibt
keine Grenzen. Yukiko sollten wir direkt blocken. Ja, wir ghosten sie ab jetzt. Nein, ablehnen, aber es tut mir leid. Du hast Yukikos Einladung abgelehnt. Du hast noch zwei Nachrichten. Frohes neues Jahr. Geben wir auch dieses Jahr wieder unser Bestes. Willst du heute zum Schrein gehen? Ich will dir gerne was zeigen. Auch Cheer lehnen wir natürlich ab, ne? Ich meine, wir haben Weihnachten mit DFA. Das muss erstmal für die nächsten 5-6 Jahre reichen, ne? Also, du hast Cheers Einladung abgelehnt. Und jetzt kommt Riese, oder? Frohes neues Jahr, Senpai! Was auch immer das für ein Smiley ist. Oh, und Hände nach oben werfen oder irgendwas. Wir sollten auch dieses Jahr wieder richtig viel miteinander unternehmen. Gehen wir doch heute zum Schrein, nur jetzt zwei, meine ich. Ich ziehe mir was Hübsches an. Ja klar, wir hatten sowieso nichts. Ablehnen, ablehnen. Aber sie nehmen wir auf jeden Fall. Also, ja, Riese, komm. Ne? Also, wir gehen mal so ein bisschen alle durch. So. Das klingt so falsch, aber wir gehen mit Riese zum Schrein, ne? Du beschließt, mit Riese zum Schrein zu gehen. Wunderbar. Ich frage mich, wenn wir die Krankenschwester auf Level 10 hätten, ob dann... Nee, ich will es gar nicht wissen. Ob wir mit der theoretisch zum Schrein gehen könnten. Tatsuhime Schrein. Riese ist noch nicht da. Sieht aber schick aus hier, ne? Mit dem Schnee und so. Senpai! Sorry to keep you waiting. Oh, und... Okay, also wenn das kein eindeutiges Zeichen ist, weiß ich auch nicht, ne? Wenn sie hier schon ihren Kimono anzieht, ne? I look pretty good even in something like this, don't I? Es sieht wirklich gut aus, muss man sagen, ne? Auch so mit dem Haarschmuck. How about it? Du siehst süß aus, du siehst wunderschön aus. Danke! Wow, danke! Ich habe mich extra schick für dich gemacht, danke! Nein, du siehst wunderschön aus, komm. Aren't I breathtaking? I decided not to go with my usual cute look and went for a more elegant style instead. Ja, aber steht dir, muss man sagen. Yes, it worked. Riese ist blendend gelaunt. Ja, dann flippt sie jetzt auch wahrscheinlich. I was really nervous when I looked at myself in the mirror this morning. Wieso? I've worn all kinds of different outfits for my job. Isn't it weird that I'm more nervous dressing up for you than I am dressing up for tons of people? Tja, das ist, weil alle lieben Flipsy. Was will man machen, ne? Alle lieben ihn über alles und... Ja, das ist halt, dass da Nervosität aufkommt, ist natürlich klar, ne? Ich meine, so ein Flipsy hat auch Ansprüche. Ich habe like, I wonder how Senpai will react, and I'm leaving if he doesn't compliment me. Da hätten wir wirklich einfach Danke sagen sollen, dann wärst du wie, du kriegst mir kein Kompliment, ich bin weg. Das wäre lustig gewesen, wenn er dann einfach so im Schnee stehen gelassen wird. All I was thinking about was you. Oh, schön. What are you going to wish for, Senpai? Oh ja, I've already made up my mind. I'm going to wish that both of us are happy forever. Ich glaube, Flipsy ist sehr glücklich. Der hat sich nicht zu beschweren, glaube ich, ne? Also, mehr Freundinnen, ich wünsche noch mehr Freundinnen im Precent, okay. das wünsche ich mir auch, dass sein Traum sich erfüllt, dass dieses Jahr friedlich wird. Weißt du was, das wünsche ich mir auch, komm. Ja. If we both wish for it, will the wishing power be double? Ja, eigentlich nicht. Es ist nicht so, wenn man den Wunsch offen ausspricht, dass es dann eigentlich die Wirkung verliert. Ne? Sollte man das sich eigentlich insgeheim sich wünschen? If so, the spirits better get fired up and make sure they grant our wish. Well, let's make our wish together. Na dann, auf geht's. Senpai, have you drawn the fortunes here before? Nee, aber ich glaube, ich hätte sehr viel Pech. Also sehr, sehr viel Pech. My grandma said that you can get bad results here even on New Year's. Ja, das ist doch schön. Das freut man sich doch drüber. So, let's see if we're lucky. Wahrscheinlich so, keine Ahnung. Dein schreckliches Geheimnis wird sie offenbaren. Oder irgendwie sowas. Vor deinem Schrein steht eine Kiste mit Umikuji, versiegelten Weissagungen. Mit unrein komm! Wir werden mit unreinen Gedanken mal eins ziehen, oder? Ich will ja wirklich wissen, also ohne nachzudenken. Also wir sind so richtig versaute Gedanken und jetzt ziehen wir da mal was raus. Ich will mal wissen, ob da jetzt wirklich sowas kommt wie, naja, so eine kleine Anspielung auf, Flipsy hat mehrere Freundinnen mit unreinen Gedanken eins ziehen. Du hast einen Fluch. Im Liebeszeichen deines Omikuchi steht... Oh! Beschränke dich auf eine Person! Glatteis. Das ist hier sehr, sehr dünnes Eis, auf dem wir uns gerade bewegen. Eieiei. That's acting weird. Fortune assumes that the person's cheating to begin with. Ja, das muss ein Fehler sein. Also, ich weiß nicht, wo das herkommt. There can't be so many men that cheat on their girlfriends that they need to make a fortune like this, right? Nee. Plus, a guy who's indecisive but is somehow popular with all the girls is something you only see in dramas. Ja, oder in jedem Persona-Teil. Egal wie psychopathisch der Hauptcharakter ist, alle lieben ihn. Ne? Das muss man auch mal so sehen. And you're not that kind of person anyway. God really screwed that one up.
Riesenschmold. Unangenehmes Thema. Also irgendwie, ich kriege gerade ein bisschen schlecht Luft irgendwie. Ich glaube, wir sollten mal das Thema wechseln hier, ne? I wish the shrine was bigger. I can't believe we've already gone around the whole thing. Ja, so ist I das, want to ne? stay with you longer. Selbst nach der Weissagung, na gut. Should we go somewhere? Oh ja. Willst du mit zum mir kommen? Oh, richtig, richtig schleimige Anmache hier, aber gut. Your place? Yeah, I want to go. We need to make a New Year's greeting to Nanaka-chan too. Oh, and Dojima-san too, of course. Should I Natürlich. bring some New Year's food from my place? My grandma made it. Ja, warum Oh, nicht? actually, let's pass on going to your place. Oh, jetzt siehst du, jetzt ist der Zweifel gesät. Der ist jetzt in den Kopf eingepflanzt. Jetzt weiß ich, lieber nicht. Ich glaube, ich muss erstmal über diese Weissagung nachdenken. Dass irgendwas ist hier faul. My grandma helped me wear this kimono. If it were to get undone, I wouldn't be able to put it back on correctly. You know what I mean, don't you? Also, ich glaube, für Flips ist das kein Problem. Der würde dir auch helfen, das wieder anzuziehen, wenn du ihn ausgezogen hast. Ja. Gotcha. I just made your heart skip a beat, didn't I? This is actually pretty hard to breathe in. I'll go change and we'll go somewhere afterwards. Ja, mach mal. Du hast heute viel Zeit mit Riese verbracht, okay. Und wenn jetzt noch was kommt, dann machen wir was mit Yukiko, damit wir wenigstens auch sie mal nicht, also zweimal ablehnen ist schon echt hart, ne? Also wenigstens ein drittes Mal. Also sie braucht wenigstens trotzdem einmal ein bisschen Aufmerksamkeit von uns, ne? Nach den ganzen Monaten des Ignorierens.